Es ist fast 21 Uhr Ortszeit und das bedeutet, dass das Qualifying für den Grand Prix von Singapur in wenigen Augenblicken losgehen wird. Wie wird Nico Rosberg an diese Qualifying-Session herangehen? Für Rosberg kommt es darauf an, das Rennen von der Pole-Position zu starten. Er muss einfach sein Bestes geben. Wir alle wissen, dass er im Qualifying das nötige Tempo drauf hat. Das hat er oft genug bewiesen. Heute muss er es einfach schaffen. Und damit begrüße ich recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2015, du scheiß Renningenieur. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können. Jo, alles klar. Okay. Ja, dann nehme ich nochmal 9 Kilo mit. Und falls ihr jetzt gesagt habt, okay, Reifendruck interessiert euch oder was ist mit Kimi Räikkönen passiert, ja, schaut einfach mal das Training, und zwar am Ende des Trainings. Da habe ich es versucht, so ein bisschen zu erklären. Im Qualifying heißt es hier für mich eigentlich nur am Limit fahren. Deswegen werden wir jetzt nicht auf dieses Thema eingehen. Vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen auf im Rennen noch mal drauf ein. Kommt drauf an, wie A, das Wetter wird. B, kämpfe ich um Position oder bin ich am Ende des Feldes? Oder kämpfe ich vorne ums Podium mit, wovon ich, glaube ich, auch hier ausgehen kann. Nachdem ich mir das ja angesehen habe, zum Beispiel hier in Monza, wo ich da gefahren bin. Weil hier zählt die Motorleistung ja noch weniger, als das ja der Fall ist in Italien. Ja, genau, das Limit hier auch noch mal ein bisschen austesten. So, jetzt natürlich fahren wir mit weichen Reifen. Genau, Kupplung brauche ich hier nicht. Das ist mir hier uninteressant. Das ist das Thema mit Kimi gewesen. Thema Kupplung. Hülkenberg hinter mir. Die Strecke sieht so ein bisschen nass aus. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. So, ich bin natürlich vorhin oder im Training bin ich jetzt hier nicht im Trockenen gefahren. Ja, da ist noch so ein kleiner nasser Film auf der Strecke. Okay, Hülkenberg kann mithalten. Vierter Gang, dritter Gang, gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, hier ist eher der dritte Gang vonnöten, wie auch schon im... Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Das ist schön zu wissen. Boah, die ja beim Ausgang. Nicht zu überlassen. Sie sollen warm werden, nicht abnutzen. Fahr nach dem Rennstart gleichmäßig und Achtung an den Scheitelpunkten. Mit Mischung 3 erhältst du die beste Motorleistung. Also im zweiten Sektor konnte ich mitfahren mit meinem Teamkollegen. Während ich im dritten Sektor wahrscheinlich ein paar Probleme haben wegen der Traktion haben werde. Okay, vielleicht könnte man hier ganz kurz in den vierten hochschalten. Der Motor wird ja auch sehr heiß von dem Honda, weil wenig Abkühlung möglich ist. Gang ist möglich, da hatte ich untersteuern. Die Reifen sind zu heiß. Mach mal ein paar Kurven langsam. Wir müssen sie abkühlen. Ich muss hier gar nichts. Wir sind hier im Qualifying. Da kühle ich jetzt keine Reifen ab. Ja, ich suche natürlich jetzt auch im Qualifying das Limit auf trockene Bedingungen. Weil das konnte ich ja nicht so wirklich im freien Training dann probieren. Bin ich auch wieder Track Limits gefahren? Trocknen gefällt mir die Strecke doch deutlich besser zu fahren. Ja, die ist gar nicht so schlecht. Da wird mir eine Verwarnung aufgerufen, weil ich die Kurve da abgekürzt habe. Aber ihr seht selber, die Runde wird mir nicht aberkannt. Und das ist halt ein großes Manko an dem Spiel. Und da werde ich wahrscheinlich trotzdem nochmal eine Runde dranhängen müssen. Einfach schon aus dem Aspekt, dass ich den Perez hier vor mir habe. Maldonado 1,46, Verstappen 1,45, Vettel 1,45 mit Hart, 44,9 vom guten Lewis. Ja, hier laufe ich ja jetzt schon auf. Also in den langsamen Kurven ist mir der Perez dann doch deutlich zu langsam.
Also ich merke das sofort in den schnellen Kurven, da hole ich so viel auf. Gegen Perez, aber ich komme halt nicht an dem vorbei. Also das war jetzt eigentlich relativ ungünstig. Auch da habe ich eigentlich abgekürzt. Aber ich bin hier konkurrenzfähig. Sorry, Perez, das mit der Renningenieur hier. Alter, ich brauche mal eine freie Runde hier, ganz ehrlich. Gebt das für sich momentan nicht geradeaus. Und mit dem Benzin kann ich ja kaum noch eine Runde fahren. Da habe ich mir ein bisschen zu wenig Sprit reingetan. Aber es ist so ein leichter Film auf der Strecke. Aber vielleicht kann ich nochmal mit einer Runde mit den Reihensatz hier fahren. Ich sehe es ja selber gerade, wie ich hier versuche, Benzin zu sparen. Frühes Hochschalten. Hamilton 1,44,8. Könnte ich diese Rundzeit eigentlich auch fahren? Ich weiß gar nicht mehr, in Monaco stand ich glaube ich auf der 3. Ja komm, wir können noch mal eine schnelle Runde versuchen. Die Reihen jetzt nicht so ganz auf Temperatur. Du bist in allen Sektoren ein bisschen zu langsam, aber vor allem in den Sektoren 2 und 3. Kann ich dir auch gut erklären, warum, wenn ich dann Perez vor der Linse habe, dann bin ich da halt nicht so schnell. Alter, hier bremse ich einfach zu früh, deswegen lenke ich automatisch zu früh ein. Erster Sektor sind schon mal 14. Ihm auf dem guten Lewis Finn. Da sind nämlich die Hinterräder stehen geblieben. Und nicht die Vorderräder, auch da wieder hart am Kämpfen mit dem Wagen. Gang kann ich hier wirklich am besten. Boah, im Vorgänger musste man da sofort nach dem Richtungswechsel in die Eisen gehen. Und bei dem Spiel, Alter, bei dem Spiel mal gar nicht. Hier hat man auch mehr Platz gewonnen als im Vorgänger. Okay, jetzt wird der Sektor langsam, aber der dritte könnte deutlich schneller werden. Auch wenn die Runde noch weit weg vom Optimum ist. Da kann man auch extrem spät bremsen. Okay, im Trockenen. Dritter Gang. Schneller Richtungswechsel. Hoch in den vierten. Da hat man auch mehr Platz als im Vorgänger. Lila! Ja, Sektor 1, das ist halt so ein bisschen Topspeed-Sektor. Aber mit der Runde bin ich mehr einverstanden gewesen. Da war weniger Track Limits als davor, keine Verwarnungen. Damit bin ich dann zufrieden. Zweiter in so 1,45,1 ist eine relativ gute Rundenzeit. So, mir geht natürlich der Sprit jetzt aus. Das war Short. Ne, das war nicht Short Shift. Jetzt habe ich den anderen Begriff wieder vergessen. Och, Mann, ey. Ja, zum Thema Reifendruck. Da bin ich echt gespannt, was bei Hamilton rauskommt. Das habe ich schon im Training gesagt. Einige, die natürlich alles gucken, werden fragen, wieso holt der Jodenes? Das ist in etwa das letzte Kilo Benzin. Wieso wiederholt er so viele Themen eigentlich in meinem Training, Qualifying und Rennen? Es gibt natürlich Leute, die schauen das Training nicht und das Qualifying nicht. Es gibt dann auch nur Leute, die das Rennen schauen. Das sehe ich zum Beispiel in den Aufrufen, ja. Dass das Training aber das Schwächste ist, dann kommt das Qualifying und dann kommt so ein bisschen das Rennen. Die Aufrufe sterbe ich eigentlich gar nicht momentan. Teamkollege? Wiederhol das bitte. Okay, das versteht ja nicht. Skatus? Das konnte ich ja auch nicht. Okay. Position?
Okay, der verschgeht doch keine Abkürzung. Ich habe gedacht, im letzten Rennen, der verschgeht Abkürzungen. Skatos Teamkollege. Okay. Also das muss man wirklich dann noch komplett aussprechen. Positionsupdate. Interessant, der Motor zieht nicht mehr, obwohl er noch 0,9 steht. Seht ihr? Also die Anzeige stimmt auch nicht so ganz. 0,8, 0,7 stimmt nicht mehr so ganz. Es kann aber auch sein, dass man dieses eine Kilo mit Absicht nicht ausreizen darf. Kommt mir bekannt vor, dass zwei Force India vor mir stehen. In welchem Rennen war das nochmal? Österreich! Genau, in Österreich haben sie mir das Rennen dadurch ja halb vermasselt. Meine Meinung, dass man hier noch größer vermasselt, aber hey, was soll's. Genau, ein Buttonfett durch mich hindurch ist auch immer was Schönes. Die Warnung habe ich auch schon bekommen, ich soll hier auf 3 Stops rechnen. Apropos Reifen, da schaue ich einfach mal, wie das hier aussieht. Eine Sekunde Vorsprung auf den 10. Das ist ja mal eine Welt, der auch auf Option unterwegs ist, vor einem Toro Rosso. Also, hier ist was möglich. Sagte er und kriegt einen Ricciardo vor die Linse, der irgendwann mal wieder unverhofft bremst. 26 und 18, das stimmt sogar. Okay, 21. Aber das kommt doch, das kommt hin. 3 Stops, wir fahren hier 60 Runden. Ja. Wird. Ah, wenn man damit 13 fahren kann. 13, 26, 39. 21, ja, also 3 Stopp, ja, 3 Stopp. 3 Stopps werden es auf jeden Fall. Parkfermé sind ja drin. Noch eine Runde werden wir definitiv jetzt nicht fahren, weil das reicht auf jeden Fall. Button, den gebe ich eine Sekunde drauf. Alter, zweimal Sektorbester, das glaube ich ernsthaft nicht. Ja, wo verliere ich seit dem ersten Sektor? Das ist halt wieder so eine Frage. Der Sektor hat mir noch nie wirklich. Ist mir noch nie wirklich entgegengekommen. Das war mal der zweite und der dritte Sektor mehr. Ich mag mal dieses Kurvengeschlänge auch in Singapur. Ich weiß auch nicht warum. Der Sektor ist. Ich mag ihn einfach nicht. Ja. Diese erste Kurve, die ist auch nicht so das Wahre. Mag er den zweiten und den dritten Sektor. Ich habe auch diese alte Schikane gemocht hier in Singapur. Dieses links, rechts, links, rechts. Rosberg auf der 3 fährt auch nicht meine Zeit. Weil MC halt im letzten Sektor verloren hat. Button auf der 9. Hier ist auf jeden Fall Q3 möglich. Raikön auf der 1. Mit welchen Reifen ist der gefahren? Wenn der mit Options gefahren ist, dann würde mich das sogar sehr freuen. Nur ich bezweifle es allerdings. Oder Hamilton hat noch nicht alles aus seinem Wagen rausgequetscht. Das kann natürlich auch sein. Jetzt haben wir nur 4. Meine Note auf der 3. Okay. Eindeutig mehr erhofft, aber er schaffte einfach keine gute Runde und ist somit schon nach Q1 draußen. Ja, Verkehr ist hier ein Thema. Ich sag dann nur Perez, den ich vor mir hatte. Also Masse ausgeschieden im Williams. Nase auf der 17, Ericsson auf der 18. Wieder beides Saubers. Mary und Stevens. Es kamen Updates raus von Codemasters. Ich habe auch immer das Gefühl, dass man hier so ein bisschen die Rangstärke der Autos leicht verändert hat. Zum Beispiel deine Queer, der ist jetzt zum Beispiel auf Options gefahren. Ja, und Ricciardo auf Primes. Okay, Rosberg, das kennt man. Sebastian Vettel auch. Kimi ist auch auf Primes gefahren. Also Ferrari hat hier einen Reifensatz gespart. Ja, und wir sind weiter mit Position 4, also damit, das freut mich. Das freut mich sogar sehr. Auf geht's ins Q2. Nein, falsche Taste, ich wollte gerne das Setup rein. Kurz neuen Reifensatz aufziehen. Vielleicht werde ich zwei Ones hier fahren müssen, dass ich quasi die Reifen benutze. Oder ich werde nur mit einem One hier weiterkommen. Mit einem wäre mir sogar ein bisschen lieber. Alles klar. Ja. Weil das wird ja unser Skatreifen. Ich habe noch die Frage bekommen, was passiert eigentlich, wenn es zum Beispiel in Q2 regnet, beziehungsweise man seine schnelle Rundenzeit auf Inters- oder Fullweltreifen fährt. Ganz einfach, da hat man freie Reifenwahl, auch in den Top 10. Das heißt, man hat keinen Vorteil mehr für die Fahrer dahinter. Aber ich glaube, jeder bekommt noch, ich weiß es gar nicht. Die Position F, die bekommt einen zusätzlichen Reifensatz fürs Rennen und die in den Top 10 kriegen einen zusätzlichen Reifensatz für Q3. Ja. Okay, wir alle stehen hinter dir. Zeig uns eine tolle Runde. Pass auf, dass du das Auto beim Aufwärmen nicht überlastest.
Genau, ich soll das Auto vielleicht nicht mehr überlasten, aber ich habe das Gefühl, die Strecke ist noch so ein bisschen leicht feucht. Oder wiegt das so ein bisschen? Also, grafisch gesehen ist jetzt Singapur für mich jetzt nicht die große Augenweide geworden. Es ist auf jeden Fall heller beleuchtet als Bahrain. Da muss ich 96 auch mal zustimmen. Trotzdem wird mir immer noch so ein bisschen dunkel. So, an manchen Stellen siehst du nicht wirklich was. Jetzt zum Beispiel hier Zufahrt auf die schnelle Links. Das siehst du extrem spät in meinen Augen. Wenn du da einlenken musst, hier auch wenn es leicht bergauf geht. Okay, Traktion hinten stimmt auch auf trockenen Bedingungen. Gut, jetzt fahre ich natürlich noch auf mager. Ja. Du musst deine Bremsen etwas abkühlen, schone sie etwas in den nächsten Kurven. Ich soll meine Bremsen jetzt auf einmal schonen, ich soll hier irgendwie alles schonen. Das war auch ein Thema natürlich in Monza Rennen. Zum Beispiel bei Nico Rosberg war das ein Thema. Gut, sein Motor, der da hochgegangen ist, hat schon 6 Rennen auf dem Buckel gehabt. Also das sind nach Adam Riese eigentlich 2000 Kilometer, die der runter hatte. Am Limit, ja. Das ist schon, ja, extrem viel. Und da wirklich immer am Limit mit dem Motor fahren muss. 2000 Kilometer. Nicht schlecht. Gut, der Renault-Motor und der Honda-Motor, wird das jetzt nicht gepackt. Da war der Schalter nochmal ganz schlecht für die Kurve. Jetzt versuche ich mal den vierten Gang. Nee, fühle ich mich unwohl mit. Mit dem vierten Gang. Wir kommen gerade so in den achten Gang. 30-4. Ich weiß jetzt nicht, was ich vorhin gefahren bin. Hallo, Heck. Da bin ich aber auf dem Gas geblieben und habe nur gegengelenkt. Also das beherrsche ich mittlerweile wieder. Das war ja immer meine große Kunst in den Vorgängern, das Auto noch abzufangen, wenn das Auto wirklich querschritt und dabei auf dem Gas geblieben bin. Ich glaube, deswegen kommt auch diese Lust wieder zurück, dass ich wieder so viel Spaß an dem Spiel habe, weil man die Fahrphysik einfach wieder beherrscht. Beziehungsweise ich habe kein Problem mit dieser Fahrphysik. Und kann das Auto wirklich so bewegen, wie ich das gerne möchte. Das ist halt immer das Wichtigste, dass das Auto das macht, was ich gerne möchte. Und nicht umgekehrt. Das war so ein bisschen, ja, was ich immer so schade fand in den letzten Rennen. Das Auto hat immer nicht das gemacht, was ich so wollte. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ja, das freut mich natürlich. Okay, Verstappen 1,45. Das ist ja mal ganz ehrlich extrem langsam. Da bin ich sogar ganz kurz in den zweiten gegangen. Ah, Schalterpunkt auch nicht so wirklich optimal. 1,45,6. Grosjean jetzt auch 1,45, Hamilton wieder 1,44. Jetzt ist natürlich die Frage, reicht die Zeit? So, da wir den Reinsatz wahrscheinlich nochmal brauchen werden im Rennen. Wenn ich den schonen in die Box zurückbringe. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Momentan Position 6, Grosjean vor mir, Verstappen hinter mir. Ja. Richtig ist auch Grosjean vor mir. Nicht nur auf dem Klassement, sondern auch auf der Strecke. Auf welche Rennen freue ich mich eigentlich noch? Ich bin gespannt auf Mexiko. Singapur gefällt mir auch immer als Rennen, auch wenn es extrem lang ist. Also Singapur ist ja grundsätzlich immer so ein extrem langes Wochenende. Aber eins, was mir wirklich gefällt, eigentlich noch zu dem Monsterrennen zu sagen. Ich habe eigentlich schon so viel wieder gelabert im Training. Da möchte ich eigentlich wirklich mich im Qualifying immer auf die Position konzentrieren, weil man wirklich im Qualifying, wie gesagt, immer ans Limit gehen muss. Ich bin nur überlegen, ob ich die Kurve nicht ein bisschen schneller anfahren kann. Da kommt der Lewis von hinten. Der, wenn er den Sieg behält in Monza, eigentlich schon die WM sichert. Weil er hat 53 Punkte Vorsprung auf Nico Rosberg. Das ist in meinen Augen die halbe WM. Ja. So schade es auch für Nico Rosberg ist, aber
ich muss ganz ehrlich sagen, Hamilton hat es diese Saison verdient. Wegen dem Reifendruck, da kann er ja auch eigentlich kann er nichts dafür, aber es ist halt einfach so, es ist ein Vorteil. Habe ich jetzt wirklich meine Zeit in der Boxengasse verbessert? Weil der Scan 1.45.6 mich das vorhin auch schon gefahren. Schreibt es mal in die Kommentare, ob der jetzt gerade die Rundenzeit verbessert hat. Aber ich habe keine Position dadurch gewonnen. Jetzt bin ich denn vorhin gefahren? 45.8, oder? Okay, ich habe eine halbe Sekunde Vorsprung auf den 10. Das ist Maldonado. Trotzdem, wir haben noch 8 Minuten. Da werde ich trotzdem noch mal rausfahren. Es dauert hier über eine Minute, bis sie dich reingeschoben haben. Das ist echt lange. Das finde ich extrem lange. So, einmal das Tablet bitte hier. Mit ein bisschen laggyhaft, aber passt schon. 5% und boah, 9% hatten die anderen schon runter. Okay. Wollen wir mal kurz schauen. Bottas 23. 34, Alter. Da verliere ich ja richtig. Aber wenn ich echt im ersten Sektor besser werde, ja, dann könnte ich vorne mitfahren. Und zwar wirklich vorne mitfahren. Der Motor läuft. Ich hoffe, der ist hinten drin. So, dann wollen wir mal schauen auf die Strecke. Das Rennen in Singapur geht in der Regel mal 2 Stunden. Das kommt dann auch als nächstes in echt. Das, boah, da freue ich mich immer drauf. Also Singapur war das erste Nachtrennen. Und es hat noch wirklich diesen Flair vom Nachtrennen. Was mir so ein bisschen bei Bahrain fehlt, auch bei Abu Dhabi. Bei Abu Dhabi ist es eigentlich auch wieder ein bisschen was anderes. Da fahren sie in die Nacht rein, dass das auch was Schönes. Das hat auch noch so eine gewisse Atmosphäre. Aber in Bahrain ist das nicht so ausgelutscht. Also, ich weiß nicht. Es ist zwar schön, dass man da jetzt auch bei Nacht fahren möchte. Aber ganz ehrlich, ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Die Kurve kann man wirklich im vierten fahren. Also wie gesagt, ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Also ich brauche nicht mehr Nachtrennen, wie dieser Stefan Römer jetzt hier erzählt hat. Nachtrennen sind zwar was Schönes, sehen auch gut aus, aber das muss halt zur Strecke passen. Monaco könnte ich mir zum Beispiel noch relativ gut bei Nacht vorstellen. Also gerade so Stadtkurse, da hat man noch so ein bisschen, das ist so ein bisschen besonderer Kick. Aber nicht so einen Wüstenstart wie bei Rhein, da fehlt dann irgendwie was. Das sieht dann so... Da sehen Sie diese Laternenpfeile da hingeskatet, hingeklatscht in irgendeiner Landschaft aus. Hier, muss ich ganz ehrlich sagen, hier fällt das nicht so wirklich auf. Guckt euch mal an, du fährst hier schon durch eine Stadt, da fällt das nicht so sehr auf. Wenn da ein paar Laternen links und rechts rumstehen, das hat dann noch so eine gewisse Atmosphäre. Aber bei einer Wüste wie Abu Dhabi, dann sieht das so hingeklatscht aus. Ja. Das ist jetzt einfach mal meine Meinung zum Nachtrennen. Hier war damals ja mit Nelson Piquet Jr. der große Skandal in der Formel 1 mit Fabio Briatore, Renault, wo Alonso dann gewonnen hat. Ich frage mich immer noch, wie man das taktisch sieht. Na komm, wir sind ja eh nicht auf der schnellen Runde, deswegen können wir das einfach mal ignorieren. Stattdessen möchte ich hier mit viel, viel Schwung rausfahren. Der vordere rechte wird hier stark beansprucht und wieder hier den Schaltepunkt nicht getroffen. Jetzt fahre ich mal so ein bisschen übers Limit. Jetzt sind es noch 5 Minuten. Auch da wieder Auto abgefangen. Gucken, erster Sektor. Auf jeden Fall 14. Verbesserung. Immer noch das Gefühl, dass hier Wasser auf der Strecke liegt. Hier den Köpfchen muss man ganz knapp anfahren, am besten so wie ich es jetzt gemacht habe. Dann kommt man da auch in den 7. Die Kurve, da darf man einfach nicht zu weit nach außen fahren. Boah, mit den 2. Sektor war ich ja bis jetzt zufrieden, bis dann die Kurve kam. Die finde ich extrem schwer anzubremsen. Gut, jetzt habe ich einen Hülkenberg vor mir.
ja, da merkt man mir. Hier hole ich wieder extrem gut auf. Also in den Kurven, da funktioniert der McLaren richtig gut. Und die KI ist da grundsätzlich in der Regel immer relativ schwach auf der Brust. Boah, 1,45. Oha, 1,45,0. Okay. Was für eine Bombenzeit war denn das? Also wenn ich den ersten Sektor noch ein bisschen besser hinbekomme, dann ist die Pole Position drin. Willst du mich verarschen, Spiel? Hinter mir ist keiner. Ich glaube, ich habe auch nicht so wenig abgekürzt in der Runde. Ich weiß es gar nicht. Also ich, ach, deswegen jachte da gerade nicht so sehr drauf. Das müsst ihr mir sagen. Ist hier wirklich der zweite Saisonsieg möglich? Gut, der Weg zur ersten Kurve ist hier nicht allzu lang. Das spielt mir wahrscheinlich auch wieder beim Skaten so ein bisschen in die Karten. Zum Beispiel, wo ist Ferrari? Ja? Also Hamilton 1, Rosberg 2. Wie groß ist der Sprung zwischen... Ich glaube, die Kurve habe ich ein bisschen abgekürzt. Aber da hat der Winkel eigentlich nicht gepasst. Und hier hatte ich ja auch Probleme mit dem Auto. Da habe ich das noch abfangen müssen. Das, auf jeden Fall ist hier noch was möglich. In Sachen Rundenzeit. Bin ich die Runde auf Mager gefahren? Nee, oder? Bin ich schon auf Fett gefahren? Alles andere würde mich so ein bisschen wundern. Was ich mir natürlich jetzt gleich nicht wünsche, ist gar kein Regen. Q3. Wetterbericht. Skatus Teamkollege. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Ist logisch. Der fährt aber noch mit, oder? Mein Teamkollege müsste theoretisch noch mitfahren. Oh, Boxen, Gassen einfach noch mal ein bisschen üben. Müssen wir mal das Limit finden. Man fährt ja nur mit 60. Deswegen hier im Boxenstopp zu sparen, wäre natürlich ideal. Wirklich ideal gegenüber der KI. Nur das wird saumäßig schwer. Eine Minute noch in Q2. Kurzen Schluck trinken. Ich könnte jetzt noch mal das Thema anschneiden mit Reifendruck. Ja, werde ich es aber nicht machen. Weil wir werden in Q3 auf jeden Fall den einen Reifensatz ausquetschen. Bis zum geht nicht mehr. Der wird bluten. Der wird kochen. Der wird gegrillt. Der wird flambiert. Und dann wird der gegessen. Ja. Dann ist der schön knusprig, schön schwarz. Boah, das ist 1,44,7. Aber nur minimal schneller. Was ist denn hier los? Was zeigt denn hier Mercedes nur? 29,4. Ich habe 2 Sektorbestzeit. Das dürfte... Alter, ich war nur im McLaren. Button auf der 12, den gebe ich eine Sekunde drauf. Auf einer langen, extrem langen Strecke. Du fährst ein klasse Rennen. Wir liegen wieder viel weiter vorne, als wir erwartet hatten. Button 13, also... Boah, Alter. Sekunde auf den 10. Das ist, ja, ein bisschen krank, ne? Okay, am Ende bin ich 5. Das ist nicht das Ergebnis, das sich Jensen Button gewünscht hätte. Er fährt nicht unter die Top 10 und wird sich morgen wirklich ins Zeug legen müssen, um ein gutes Ergebnis einzufahren. Hamilton nur Prime. Das finde ich interessant. Vielleicht können wir sogar mit Hamilton duellieren. Ja. Ausgeschieden Carlos Sainz, Daniel Kwiat, Jensen Button, mein Teamkollege auf der 13, haben wir auch mal wieder geschlagen. Pastor Maldonado und Sergio Perez. Vorfälle gab es nur bei mir eins, das war aber eher unwichtig. Weil es nicht in der verlängerten Runde war. Q3 steht an, 12 Minuten, gibt mir mal ein bisschen mehr Sprit mit. Und zwar 1 Kilo, um ganz genau zu sein. Okay. Ganz kurz den Schlauch reinhalten. Reingegossen und rausfahren. Los. Das Ganze, glaube ich, so ganz klein Schlauch, so ein Kilo ein, passt raus. Kannst ja fast trinken, ein Liter. Ja, kann man fast reintrinken, ja. Oder ein Kilogramm. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger als ein Liter. Oder ein bisschen mehr. Ist es mehr oder weniger? Ich glaube, es ist mehr. Ich glaube, 1,3 oder so. Bin mir dabei echt nicht sicher. Ich bin der Erste. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich habe keinen Verkehr vor mir. Die KI kann sich gerne behindern. Das ist hier der Schaltepunkt.
Wetterbericht. Das Wetter sollte gut. Erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Ich frag deswegen nach, weil früher war das halt so, dass es immer für Q1, Q2 und Q3 unterschiedliche Wetterkapriolen gab. Und das möchte ich jetzt hier eigentlich ein bisschen so vermeiden. So, wie gesagt, wir bringen die Reifen auf Temperatur. Damit da noch schön viel Grip drauf ist. Und dass ich dann versuchen kann, auch zwei Runden zu pushen. Also hier muss der Winkel eigentlich stimmen für die Kurve. Hier die Kurve finde ich besonders schwer anzubremsen. Da schon zweimal die Wand geknutscht. Oder beziehungsweise rechts angelehnt. Ja, die Reifen dürfen auch nicht zu grün hinten sein. Also sie müssen schon ein bisschen kalt hinten sein, dann haben wir einen optimalen Grip. Okay, Ricciardo kommt schon von hinten. Aber den lasse ich natürlich jetzt nicht vorbei. Der soll eher Abstand lassen. Wenn er wirklich freie Fahrt haben möchte. Ja, das sah schon um einiges besser aus, aber da wurde das rausbestand den Kacke hier. Da wollte ich zu viel. Die Kurve war auch nicht sauber. Ah, erste Kurve war gut und dann verkacke ich es eigentlich. Die Kurve war in Ordnung. Oh, minimal zu spät gebremst. Dafür war die Kurve jetzt besser. Alter, ich kann mich nicht mal von Ricciardo absetzen. Wäre halt schön gewesen, wenn ich mich von Ricciardo absetzen könnte. Weil der Fall, der stört da doch schon einiges. Zwar gucke ich da nicht wirklich drauf. War auch nicht so wirklich sauber. Wir hängen natürlich gleich noch eine Runde dran. Boah, Ricciardo, minimal schneller. Ach, komm, Auto, come on! Das war auch jetzt nicht so berauschend. Was ist weiter gefahren? Auch nicht berauschend. Momentan Position 4. Wieder 2 Zehntel zurück. Lass mich doch einfach nur mal fahren. Oh, angelehnt. Und zwar richtig angelehnt. Ricciardo, du störst. Dafür war das wieder sauber. Das geht noch gerade so in Ordnung. Ich bin eigentlich mit dem ersten Sektor nicht zufrieden, der war aber auch langsamer als davor. Der Spritstand ist sehr niedrig, dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Da habe ich den Scheitelpunkt auch nicht erwischt. Hier habe ich vorhin auch Zeit liegen lassen. Könnte eine Verbesserung werden. Nein, wird's nicht. Bis momentan auf P4.
Das sah jetzt gut aus. Ricciardo ist weg, Gott sei Dank. Rosberg fährt, okay, die fahren schon 43er Zeiten. Das ist aber auch nicht so wirklich Bombe. Beziehungsweise der zweite Sektor. Ja, da habe ich abgekürzt, auf jeden Fall. Da müsste man eben auch die Runde aberkannt werden. Aber das tut das Spiel ja nicht. Deswegen bin ich mal so frech. Wenn die Platzierungen sich nicht ändern, starten wir im Grid morgen aus der dritten Reihe. Ja, na gut, das war eine Minimalverbesserung. Es war aber keine Positionsverbesserung. Also Ricciardo ist immer noch vor mir. Also 45-0 ist schon fast das Limit. Muss ich dann doch mal leider so sagen. Drei Runden bin ich jetzt gefahren, Vollspeed, und die Reifen sehen immer noch gut aus. Fünfter Platz kann ich mich echt anfreunden. Auch mit 6 und so oder so. Wäre auch noch machbar. Aber Massa ist ja in Q1 schon ausgeschieden. Der fehlt ja natürlich so ein bisschen in der Liste. Alle momentan in der Box. Es sind noch 3 Minuten. Also da könnte man auf jeden Fall noch mal eine Runde fahren. Ich bin auf jeden Fall durch. Weil ich habe nur diesen einen Reifensatz jetzt gehabt. Den extra Reifensatz von Pirelli. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ihr den vierten oder den fünften auswählt. Den einen zusätzlichen habt ihr auf jeden Fall. Ne, also Singapur ist anspruchsvoll geworden. Mit dem Gas gerade hier die Passage, auch hier das Anbremsen. Der Tank ist so gut wie leer. Wir haben noch 1 oder 2 Kilo übrig, also nur eine Restmenge. Ja, eine Restmenge. So sieht's aus. Ja, aber im Großen und Ganzen wäre ein Qualifying, was mir sehr gut gefallen hat. Aber ich glaube, die Sektoren habe ich nicht so ganz hinbekommen. Also, gefühlt fand ich eigentlich die letzte Runde in der ersten Sektor am besten. Von der reinen Speed her, da war ich langsam. Das hat mich gewundert. Von dem zweiten Sektor, der war nicht gut. Da war ich aber auch nicht wirklich, glaube ich, fehlerfrei in keiner Runde. Ein dritter Sektor hier, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das Abkürzen dort, das war auf jeden Fall so. Da hätte man immer nur eigentlich streichen können. Oder sogar müssen. Aber sonst war es eigentlich in Ordnung und ja. 1,45 ist für mich mein Limit, also 1,43,5 ist schon nicht schlecht, Herr Specht. Herr Rosberg. Die Frage nach der zweiten Saison wird auch häufig gefragt, da bin ich mir selber noch nicht so ganz schlüssig, ob ich eine mache. Und wenn, dann bin ich am Überlegen, Toro Rosso oder Force India. Weil Force India im Hülkenberg würde mich reizen und wie gesagt, im Toro Rosso und Verstappen würde mich auch reizen. Aber auch Sauber wird mich irgendwo reizen. Aber momentan streite ich dann zwischen Force India und Hülkenberg, weil das wirklich auch nicht viele machen. Und Verstappen machen halt auch relativ viele. Und ich möchte eigentlich dann doch schon lieber im Hülkenberg-Auto mal sitzen, um mal den Mercedes-Motor zu spüren. Da möchte ich gerne im Verstappen, vielleicht auch noch in meinem Renault. Und dann finden uns auch noch einen Ferrari-Motor in der Meisterschaftssaison, weil der Ferrari an sich den... Ja, der ist natürlich um einiges stärker. Verstappen und Hamilton wieder mal ohne Zeit. Hamilton ist in der Outlap. Kollege, du hast schon mal auf die Uhr geguckt, ja? Bist denn du momentan? Der ist in seiner Outlap, der ist nicht mehr über Skat-Ziel. Okay, also letzter Sektor ist sogar Sektorbester. Und es scheitert wieder wirklich am ersten Sektor, seht ihr das? Hamilton auf der 3, wo bin ich am Ende? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Okay, Ziel haben wir erreicht. Was war überhaupt mein Ziel? Da habe ich diesmal gar nicht drauf geachtet. Was war denn mein Ziel?
werde, war keine Ahnung, was war mein Ziel? Nico Rosberg hat heute im Qualifying ein fantastisches Ergebnis erzielt. Mit einer solchen Leistung wird er morgen sicher auf den Rennsieg zusteuern. Heute haben sie gezeigt, dass der Wagen ein Spitzentempo erreichen kann. Jetzt müssen sie morgen beweisen, dass so eine Leistung auch bei längeren Stints möglich ist, um zu gewinnen. Also ganz ehrlich, Kimi Räikkönen war noch zu schlagen mit 1,44,9, aber dann ist vorbei gewesen. Rosberg, Pol vor Vettel und Hamilton, die haben nur nochmal richtig aufgedreht in Q3. Bottas auf der 4, Räikkönen 5, der Ricciardo auf der 6, 4, Schkarker 7, da ist auf jeden Fall wieder Punkte möglich. Hülkenberg auf der 8, Grosjean auf der 9 und Verstappen auf der 10, auch Punkte sind ja möglich, weil man hier nicht so gut überholen kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, gibt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 2015.